Hey ihr Lieben, hey, ho! 2020 wollte ich mal meine Paletten für euch vorstellen. Ich werde euch nicht diese vorstellen, die ich auf den Augen trage. Das ist eine First Impression und ich werde sie nur so schnell euch zeigen. Das gibt es erst nächstes Mal, weil sie ist erst heute angetrudelt und ich werde 2021 dann euch nochmal meine Palettenkollektion zeigen. Ich fange an mit BH Cosmetics, gehe rüber zu Make-up Revolution und werde euch so meine Palettchen zeigen, die halt günstig zu haben sind und dann werde ich so ins teurere Segment gehen. Ich denke, das ist eine ganz gute Alternative. Zum einen habe ich von Mrs. Bella noch die 12 Color Eyeshadow Palette, eben wie gesagt von BH Cosmetics, ihre erste. Und mit ihr verbinde ich eigentlich so, ja, was verbinde ich mit ihr? Eigentlich nichts. Aber die würde ich jetzt mitnehmen, wenn ich auf Reise gehe. Ich kann einen neutralen Look schminken, einen kühlen, einen warmen und ich bin fertig. Eventuell habe ich noch einen Schimmerlidschatten und ich habe noch einen Schimmerlidschatten. Also ich habe 12 Lidschatten oder sagen wir mal 14 Lidschatten und dann ist gut. Oder? Sind da 14? 2, 4, 6, 8, 10. Nee, 12. 12 Lidschatten und ich kann damit einfach machen, was ich möchte und es funktioniert. Ich zeige euch sie mal. Sie ist nicht die beste von der Qualität, sage ich mal. Aber mit ihr lässt sich das arbeiten und damals war das schon richtig gut. Damals heißt vor 3 Jahren. Hatte ich doch die ganze Zeit im Stift auf den Zähnen. Damals war sie noch ganz gut und ich habe immer geschwankt. Ich benutze sie zwar nicht so oft, aber falls ich irgendwie in den Urlaub gehen würde, es würde mir nicht das Herz brechen, würde ich sie dort vergessen. Ist das nett oder nicht? Also sie ist eine To-Go-Palette, die kann ich einfach in die Handtasche werfen. Ich gehe sonst immer sehr, sehr sachte mit meinen Sachen um. Reinige sie, verstaue sie. Sie sind immer in dunklen Plätzen und außer das, was ich halt täglich benutze, ne, das steht hier auf meinem Tisch. Aber so an sich ist alles in den Kommoden und ist eigentlich staubfrei. Genau. Ja, und das ist die erste. Ich versuche mich nicht allzu lang aufzuhalten. Dann kommen wir auch gleich zu der zweiten. Das ist Mrs. Bella. Die Dark Side, auch 12 Lidschatten sind drin. So sieht sie aus. Sie ist mir schon runtergefallen. Also mit der war ja auch nicht so sorgsam. Aber das wäre eher noch ein Mitnehmestück. Also ich kann ohne Sorge die zwei mitnehmen. Bei der war ich schon etwas traurig. Ich kann mich irgendwie nicht von ihr lösen. Ich finde die Farben einfach unfassbar schön. Vor allen Dingen gefällt mir Golddigger, Gleam als Highlighter und das Blush mag ich auch. Es ist jetzt nicht das 0 Plus Ultra, was man haben muss, aber man kann die Palette mitnehmen, braucht noch ein Puder, eine Foundation, Mascara, Lidstrich und man ist good to go. Vielleicht noch einen Lippenstift einpacken. Ich gucke jetzt immer mal wieder auf meinen Lippenstift, damit der sich nicht so hässlich abträgt. Das ist echt ekelhaft. Auf jeden Fall ist das eine Palette, die ich euch auch ans Herz legen könnte, falls ihr die Farben mögt, denn die Pigmentierungen sind nicht verkehrt. Dann kommen wir zur Marvin Palette. Die ist auch erst letztes Jahr, Mitte des Jahres eingezogen. Ich habe sie nicht gleich gekauft, als sie rauskam, sondern ja, ich würde sagen, so vielleicht einen Monat, 2 Monate, glaube ich, später. Das ist dann die 100. neutrale Palette. Wirklich eine tolle Palette, muss ich sagen. Die Highlighter kann man auch gut für neutrale Alltags-Make-ups auf dem Lid packen. Ist für mich echt ungewohnt, so Drama Queen Wimpern zu holen. Sie sind übrigens diese, wo ich gedacht habe, die sind super natürlich, aber nein, für mich nicht. Für mich, für den Alltag, denke ich, ein bisschen zu dramatisch. Ich weiß es nicht, mit so einem Augen-Make-up geht das. Eine wirklich tolle Palette. Coole Nude-Töne. Ich kann damit einen Full Glamour machen. Ich kann damit einen Alltagslook, einen One-Shadow-Look oder halt einen in die Lidfalte, einen außen am Winkel und einen Schimmer drauf. Und ich kann das Haus verlassen und ich bin super Glamour. Tolle Palette, wenn ihr dieses Farbsegment. Ich habe eigentlich nur noch Paletten, die ich wirklich mag, bis auf diese Miss Bella-Palette. Die ist so eine. Sie ist gut, sie ist okay. Ich würde sie auch weitergeben, weil ich sie nicht benutze.
zu Hause, weil ich einfach tollere andere habe. Aber sie ist eine, die würde ich mir in die Handtasche stecken, würde ich verpennen und würde einfach so denken, oh Scheiße, ich komme nicht dazu, was auf die Lider zu packen. Zack, rein. Das, ja, bei der wäre ich halt traurig. Da ist auch die Verpackung, muss ich sagen, gummiert. Es ist nicht mein Favorit, aber auch die finde ich toll. Und sie ist auch wirklich toll pigmentiert. Ich weiß gar nicht, warum sich die anderen so beklagt haben. Keine Ahnung. Also ich kann gut mit ihr arbeiten. Also ich kann immer noch Swatches verfassen, obwohl. Na, muss jeder für sich so wissen. Dann habe ich eine Palette, die ich schon sehr, sehr lange in meinem Sortiment habe. Ich glaube 3, 4 Jahre, wenn nicht 4. Ich benutze sie immer hin und wieder. Den Look hätte ich sicherlich auch mit ihr schminken können. Aber ich wollte eine andere Palette. Man hat immer irgendwas, da catcht mich natürlich diese Neontöne, diese krassen. Ja, wenn ihr die habt, braucht ihr nicht die Mini Jawbreaker. Da habt ihr schon fast alles drin, was ihr so braucht. Also er hat keine Revolution daraus gebracht. Tolle Palette, um einfach schicke, krasse Austo-Looks zu machen in matt. Sie sind überwiegend matt. Hier sind vielleicht 1, 2, 3. Sie sind nicht schimmern, sie sind so semi-matt schimmern. So ein Satin-Finish. Nicht so richtig krass schimmernd, muss ich sagen. Bis vielleicht auf das Blau. Ist auch eher matt mit Glitzerpartikeln. Aber wenn man mal was austoben möchte, darf man sich das gerne mal holen. Das ist die Take Me Back to Brazil. Damit habe ich alle Looks 2018, Anfang 2018 geschminkt, wo wir mit den Mädels hatten. Und geil. 2019, letztes Jahr war das. Dann habe ich das gleiche nochmal in Rio Edition. Mein Sohn dreht durch. Und hier sind Schimmerfarben. Nur Schimmerfarben. Leider waren diese zwei Töne da unten mit so einem Overspray, auch die halte ich euch mal rein, wirklich richtig, richtig tolle Schimmertöne. Also mit der kann man sich auch wirklich gut austoben und kann einfach gucken, wie man das gestaltet. Also wie man sein Augen-Make-up und die ist wirklich richtig geil. Die sind alle gut pigmentiert. Also wenn man die zwei Paletten hat, braucht man keine bunte Palette mehr. Also sagen wir mal Marvin. Und die zwei, und dann hat man eigentlich alles. Dann braucht man wirklich sich nur noch damit austoben und gut ist. Also die sind wirklich auch, wenn ich so öfters mal drüber gehe. So entstehen Duochroms übrigens, rosa und blau. Und dann hat man so ein rosa Blau. Ja, sie sind alle gut pigmentiert und sie gefallen mir und sie sind geil und fertig. Dann haben wir diese Geschichte hier, Kylie by Belle. Auch die nutze ich seltenst, obwohl sie sehr geliebt ist. 2000 und die riecht nach Oma. 2017, glaube ich, kam sie raus. Oder zwei, nee, 2016 war das. Im Februar habe ich sie mir gekauft gehabt. Genau. Ich weiß das genau, weil da war so ein Schicksalsschlag. Da hatte ich sie gekauft und war ganz glücklich, als ich sie auspacken konnte. Mittlerweile, ich weiß nicht, ob das schon früher war. Mittlerweile riecht sie nach Oma. Sie riecht wie Chanel Nummer 5. Ist jetzt nicht so der angenehmste Duft, aber ich kann mich von ihr nicht lösen. Nicht wegen diesem Schicksalsschlag, sondern weil ich sie gut von der. Also, es ist eine Moff-Palette. Ich trage nicht so gerne Moff. Dann behalte ich doch lieber die, die ich habe, bevor ich eine Moff-Palette mir zulege. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Von den Farben her wirklich, bis auf diese zwei, fast untragbar. Mein liebster Highlighter ist der hier aus der Palette. Wie gesagt, dies hat eine coole, dies hat eine coole, dies. Das war eigentlich eine Palette, die ich gerne pennen wollte. 2020 mal gucken. Ich werde dazu nie kommen, sage ich euch gleich. Nie, 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 nie. Dann haben wir noch Royal Affair von BH. So sieht das gute Stück aus. Das habe ich auch nochmal da. Und ich muss sagen, wirklich auch eine mega geile Palette. Mich catchen ja diese. Ich habe schon einen Look geschminkt, wo ich diesen und diesen Ton benutze. Also so diese drei Töne habe ich aber gelöscht, weil das war sehr komisches Licht. Ging gar nichts. Und cool finde ich, dass hier zwei matte rein sind, sozusagen komplett matt.
Und dann eine mit zwei Matten und nochmal zwei Mattentönen. Und hier haben wir eigentlich nur 8 Schimmertöne. Und das reicht auch eigentlich bei einer Palette von 20 Tönen. Ich finde sie sehr gelungen. Ich liebe diese kompakten Paletten, die man in der Hand halten kann, weil damit kann ich tatsächlich verschminken. Und wenn ihr so die Vierecke anguckt, könnt ihr mit jedem Viereck was anfangen. So ist meine Kopfding und auch so finde ich sie schön. Also ich muss unbedingt sie nochmal jetzt im Herbst und Winter ausprobieren. Und der hier, das ist einfach eine Augenweide. Wenn man nämlich, sagen wir mal, den Grün aufträgt, Khaki. Khaki-Ton und dann den Blauen oben drüber, da muss ja was richtig Tolles dabei passieren. Naja, nicht wirklich. Nehmen wir mal das Schwarz und dann das Blau. Naja, das wird so ein Royalblau. Nee, das nicht. Keine gute Idee, aber in das Zentrum kann man das ganz gut packen als Eyecatcher und sieht bestimmt geil aus, das Khaki. Ich muss unbedingt einen Look mit Khaki. Das ist ein grünes Smoky Eyes, sieht bestimmt ganz nett aus. Genau, das ist die nächste Palette. Ich habe viele, viele, viele in Sale gestellt, also viele bei Instagram. Ich verlinke euch meinen Instagram-Account und auf meinem Instagram-Account seht ihr dann noch einen Account und das ist dann der Insta-Sale. Dann eine Fan, also ja, was, Festivalpalette. Von ihr wollte ich mich eigentlich auch trennen. Warum? Ich kann aber nicht. Weil ich ja die Töne schon in anderen Paletten habe, habe ich gedacht, gut. Ich trenne mich, aber nein, ich kann mich alleine wegen dem Packaging nicht trennen. Ich würde mir am liebsten meine ganze Wand mit den schönen Packagings von den Paletten tapezieren. Aber das ist ja eigentlich nicht mehr mein Zimmer. Und mein Sohn hat das Zimmer. Ich habe nur diese kleine Ecke. Also das, was ihr hier seht, habe ich immer noch stehen. Irgendwann geht es halt nicht mehr und ich muss mich irgendwo anders da verkleinern. Solange er noch nicht die Sachen anfasst, was sehr gefährlich ist. Ja. Naja, so sieht die Palette aus. Und ich muss sagen, das ist auch ein Schatz. Eher so ein Festival-Ding, ne? Also eher so krass bunt. Das hätte ich auch alles mit ihr machen können. Denn wenn wir so die Töne vergleichen, den mittleren Ton habe ich da. Den hier, sage ich mal, habe ich im Außenwinkel. Den Orange habe ich hier. Na, Jeffrey, was hast du gemacht? Und den Neonpinken habe ich hier. Oder da. Die zwei gemischt, dann gibt das die optimale Farbe. Ja. Eigentlich total schade, dass ich mir jetzt die Mini-Breaker geholt habe, wenn ich doch diese habe. Seht ihr? Deswegen habe ich gedacht, ich fotografiere jede einzelne innen drinne meiner Paletten, um zu wissen, was ich besitze. Weil denn es geht mir auf den Sack, dass ich immer doppelt kaufe. Die hier sind cool, die sind kompakt. Also dieses Format habe ich wirklich gerne. Auch von Kylie by Bell war so die erste, die das rausgebracht hat. Die große Kylie by Bell mit BH Cosmetics habe ich schon verkauft, weil ich es einfach nicht genutzt habe, was mir einfach zu groß ist. Größer als dieses Format oder größer als eine Tasche Denona Gold benutze ich einfach nicht. Dann kommen wir zur, das ist auch noch ein Format, das geht auch noch, klar. Das ist ein bisschen größer, aber es ist noch in Ordnung. Desert Oasis. So sieht die Palette aus. Sie hat unfassbar Mini-Glitzerpartikel. Wenn man die schimmernden Töne swatcht, das ist unfassbar. Normalerweise kriegt man so ein Kaliber, sage ich mal, nur in teuren Paletten. Und wenn man das hier eigentlich mit so Kunstlicht beleuchtet, ihr wisst gar nicht, wie fantastisch das denn auf den Lidern ist. Wenn man dann so guckt und es glitzert und macht und tut, also weil man Kameralicht anmacht, ne? Und richtig, ach, das sieht einfach gigantisch aus. Vielleicht könnt ihr dieses Mikroglitzer sehen. Ich kenne das nur in teuren Paletten. Zum Beispiel Natasha Denona. Arscheteuer. Arscheteuer. Sucht euch am besten nur eine Palette aus und liebt sie bis ans Ende eurer Tage, bis ans Ende eurer, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Tolle Palette kann mich eigentlich auch nicht lösen, obwohl ich sie selten benutze. Und gut finde ich an Paletten immer, weil sie neutral sind. Aber es gibt noch so ein paar Farben, die ein bisschen was ausmachen. Zum Beispiel das Blau, das Hellblau, dieses Grünschimmer, dieses Braungrau irgendwie.
Dann, also wisst ihr, was ich meine? Was einfach den Nude-Look nochmal aufpäppelt, finde ich einfach besser. Highlighter-technisch müssen für mich eigentlich in Gesichtspaletten, in Augenpaletten überhaupt nicht drin sein. Mag ich eigentlich gar nicht leiden. Und die letzte, ich kann kaum glauben, dass ich so wenig BH Cosmetics habe. Ach, neun. Ich hatte fast alle Paletten. 10 BH Cosmetics Paletten, krass. Ich habe echt ordentlich aussortiert, das könnt ihr mir glauben. Das ist ein Fundstück, das muss jeder in seiner Sammlung haben. Jeder, der Make-up liebt, wird es verstehen, was ich meine. Sunny, du bist verrückt. Du bist verrückt. Diese Palette ist so gigantisch. Auch wenn ich sie nur einmal im Jahr benutze. Das, was ich auf dem Lid bekomme, das kann mir keiner nehmen. Das ist. Ich weiß es nicht. Mit ihr kann man so, so viel zaubern. Es ist einfach. Ich zeige euch einfach die wunderfantastischen Farben. Das bekomme ich auch auf dem Lid. Hammer. Mit dem Ton wollte ich ein Smoky Eyes neulich mal machen. Und man kann sie einfach auch gut miteinander kombinieren. Diese Duochrom-Geschichten kann man einfach richtig gut miteinander verteilen. Und dann kriegt man einen ganz anderen Ton. Also, wer sie noch nicht hat und unbedingt in seiner Sammlung haben möchte, Sunny, du bist immer noch verrückt, dann sollte er sich die nehmen. Denn ich finde dieses, die Formulierung und sowas, die erinnert mich ein bisschen an Dose of Colors und auch an Color Drain. So richtig buttrig weich. Also, so eine Pigmentierung hat nicht jede Palette von BH. Nicht mal Mrs. Bella. Also von der Formulierung her was Besseres. Und wenn ihr nur eure Lieblingsfarben daraus benutzt, für 22 Euro ist es. Das ist ein absolutes Must-have. Sunny, du bist verrückt. Ja. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber es ist einfach fantastisch. Es gibt einen. Ich weiß nicht, die Russen, die reden überhaupt nicht von BH Cosmetics. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Warum sie nicht einfach mal auch die. Die sind so super. Sollten sie echt mal machen. Die Schweine. Russenschweine. So, dann würde ich sagen, gehen wir zum Make-up Revolution. Ist zwar eine Preisklasse, sag ich mal, unten drunter. Aber davon habe ich nicht so viel. Und zu Eva. Genau. Ich zeige euch jetzt mal erstmal etwas, was ich einzeln gekauft habe von Make-up Revolution. Das sind so Glitzer. Und die kann man auch in Paletten machen. Ich muss sagen, ich liebe das Glitzer. Und mir rettet es immer ein Make-up. Also zum Beispiel brauche ich hier lila Glitzer. Ich kann auch lila Glitzer auftragen, Leute. Kein Thema. Schaut mal, ich habe dieses Glitzer und das sind so gepresste Glitzer mit Paste und sie halten länger als Anastasia Beverly Hills Lidschatten. Also bei mir zumindest. Ich möchte dieses holographische Glitzer jetzt gerade mit euch mal auftragen, damit wir das angucken können. So sieht es aus. Und das. Nee. Also, das ist für mich absolute. Oh. Also Silvester, Weihnachten. Ja, und die kosten 6 Euro, so 5 Stück. Was kann man da bitte falsch machen? Wenn man da noch einen Glitzerkleber benutzt, halten die noch länger. Also ich liebe sie und ich bin ganz froh. Ich finde, für 6 Euro kann man überhaupt nicht meckern. Und ich verwende sie oftmals für, wie gesagt, so einfach Akzente setzen. Und wenn es halt nur mal für 5 Stunden ist, ja. Weihnachten, Silvester, davon habe ich, wie gesagt, drei verschiedene Farben. Einmal das da. Das war so ein Palettchen. Dann war das hier noch ein Palettchen. Unheimlich schönes Glitzer. Wirklich unheimlich schön. Also, ich finde es super. Die Russen haben es nicht so super gefunden. Also, Katschistwa. Wenn das euch was sagt, finde ich mega. Es tut mir leid, dass ihr sofort trockene Lippen ertragen müsst. Dann noch eine Palette von Make-up Revolution Brow von NAT. Und zwar diese Kollektion. Es hat mal auch eine Jenny davon geschwärmt, aber nicht einer von meinen Jennys. Und es fällt null Glitzer runter. Ich habe jetzt gerade geguckt.
drei Glitzerflocken sind runtergefallen, aber weil ich an den Wimpern dran gekommen bin. Wirklich richtig geil. Das peppt doch einfach alles auf. Revolution Pro Nut. So sieht das Palettchen aus. So, weiter geht's. Nat, Natalie, irgendwas, keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Die hat auch keinen Spiegel und die Öffnung ist auch total bescheuert von Revolution gewählt worden. Aber das, die Formulierung, auch die butterweich, mega pigmentiert. Und da ist 1,2 Gramm, glaube ich, pro Pen, 1,1 Gramm pro Fännchen drinne, reichlich. Und die schimmernden haben mich einfach absolut fasziniert. So sieht diese Paletten von innen aus. Ich versuche sie euch immer so ein bisschen, dass ihr auch die Schimmer seht. Und matten, wenn ich so gerade halte, bin ich mir nicht so sicher, ob ihr das sehen könnt. Und was das, was die Formulierung angeht, wirklich schön. Also sie sind wirklich kräftig auf den Auge. Ich habe wirklich gerne Looks. Ich kann mich auch davon noch nicht so richtig lösen, obwohl ich wirklich das letzte Jahr, ich glaube, nur einmal mich damit geschminkt habe, wenn überhaupt. Ihr merkt schon, ich habe einiges an den Dingern und kann eigentlich nicht kaum lösen. Dann haben wir ein Dupe von Make-up Revolution. Das ist eine normale Revolution. A Velvet Rose. Dazu habe ich auch das Original. Das ist Soft Glam. Ja, ich liebe Soft Glam. Also immer wenn ich sie angucke, könnte ich sie immer wieder kaufen. Versteht ihr, so sehr mag ich die. Ich habe sie extra aufgehoben, damit ich euch auch mal einen Look schminken kann, welcher einfach günstig ist. Vielleicht brauche ich dann keine Palette zu kaufen, sondern kann einfach die benutzen. Denn die Farben, auch die, mega geil. Ich liebe die Formulierung. Ich finde sie gut. 5 Euro. Leute, 5 Euro. Sogar das Schwarz kann ein bisschen was. Also sogar das Schwarz kann etwas und 5 Euro. 5. 5. 5 Finger, 5 Euro. Ja, dann räume ich den Quatsch mal weg. So. Ich versuche natürlich, das alles irgendwie wegzuräumen. Ohne dass mir was kaputt geht. Das muss ich natürlich mit euch zusammen machen. Kann ich ja nicht die Kamera rausmachen. Dann haben wir zwei Paletten, die ich mir erst kürzlich gekauft habe. Ende. Nee, Quatsch. Mitte des Jahres. Nee, Quatsch. Ich war doch im November nochmal in Hamburg. So sieht es aus. Und so sieht die Palette aus. Um ehrlich zu sein, ich habe sie angeguckt und habe gedacht, ich muss sie haben. Jenny. Jenny Highlights, wieso hast du mich wieder angefixt? Das hier unten, die sechs Töne jucken mich null. Ich habe sie nur gekauft wegen diesen vier wundervollen Tönen. Ich kann natürlich auch einen kompletten Look mit dieser Palette schminken, aber brauche ich gar nicht. Am liebsten würde ich sie mir rausholen, um einfach sie zu benutzen. In einer Leerpalette machen und gut ist. Ich kann nicht. Ich kann, wenn ich die Farben angucke, ich kann weinen. Weinen, ich werde mir keine Pat McGrath kaufen. Ich habe dafür zu schlechte Bewertungen gesehen. Nein. Hallo Make-up Revolution. Ist mir scheißegal. 130 Euro. Nein. Revolution, also nur diese. Ich kann euch die nochmal so zeigen. Es ist so gigantisch schön. Sorry, aber sie ist zum Weinen. Diese Palette bringt mich zum Weinen. Ich habe meine Mutter damit geschminkt. Ich habe meinen Vater damit geschminkt. Nein, mein Vater lebt schon nicht mehr. Meine Tante damit geschminkt, mich geschminkt zum Beispiel. Und ich würde alle anderen genauso damit schminken, was so wunderschön ist. Das ist übrigens A Day in Night. Dann kommen wir noch auch zu einer. Die lilane interessiert mich und die blaue und noch eine grüne gibt es. Also eigentlich alle. Und dann haben wir noch diese hier. Earth and Stone heißt die. Da haben wir auch vier fantastische Farben. Auch die swatche ich euch. Ich muss sagen, so die hellste Farbe ist immer so ein bisschen bröckelig. Die hat so eine interessante Textur, als wäre sie cremig. Also, als wäre das so Schnee irgendwie. Keine Ahnung. Kennt ihr so künstlichen Schnee? Da. Hammer.
Hammer. Das bekommen wir normalerweise in der Drogerie nicht an die Augen. Leider. Weil das ist einfach unfassbar schön und das schimmert und funkelt im künstlichen Licht. Und wenn man dann ein Foto macht, ja, das. Oh, Himmels Willen, wo will man da hin? Ich höre meine Nachbarin, die hört mich auch. Ich weiß gar nicht, ob die alleine lebt oder mit ihrem Mann. Keine Ahnung. Irgendwann. Lass dich gegrüßt sein. Auch du wirst irgendwann mein Video angucken. So, dann haben wir fertig. Fertig mit Make-up Revolution. Das war's. Ich gehe zur Kamera Caramel Melange. Ich habe zwei große, also eine ganz große Palette von zu Eva, zwei kleinere und zwei Minis. Einmal Caramel Melange im Mini. So sieht die aus. Das reicht mir. Um ehrlich zu sein, das sind die Farben drin, die auch in der anderen Palette wirklich gehypt sind und also wirklich ansprechend irgendwas können. Das reicht völlig. Hätte ich das gewusst, dass es damals rauskommt, hätte ich es erst gar nicht in Normal Karamell Melange. Ich glaube, die habe ich schon verkauft. Ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall ist ein kleiner süßer Schatz. Und die Coco Blend, da ist auch alles drin, was ich brauche. Besonders diese Farbe ist so, so schön. Diese hier, ich glaube, ich muss das Video splitten. Das wird nichts. Wenn ich mir das Ganze angucke, ich habe noch die ganzen Galapagos-Paletten. Vom Auftragen, ich finde, sie sind ein bisschen härter als die normale Cocoa Blend. Aber ist okay. So oft, wie ich dazu greife, reicht mir das Mini-Format. Und ich kann es euch absolut als To-Go-Palette empfehlen. Ja, die große habe ich abgegeben, weil ich einfach nicht einsehe, das alles bei mir in den Schubladen zu horten. Welche ich nicht abgeben kann und ist diese hier, die habe ich behalten, die habe ich auch noch nicht so lange. Ich würde sagen, auch so seit Mitte des Jahres, Ende des Jahres, irgendwie so zwischendurch. Melody. Ich habe auch viel damit gekämpft, ob ich sie auch wirklich brauche. Ja. Wisst ihr warum? Ich liebe einfach Schmetterlinge. Ich wollte mir noch ein paar Tätowierungen dran machen nochmal, weil man einfach die Narben von mir noch sieht, was ich in meiner Jugend da fabriziert habe. Dann würde ich die Narben einfach gerne übertätowieren und deswegen kam die große Tätowierung auch, weil ich da so unschöne Narben habe von meinen Jugendsünden. So sehen die Farben aus und auch die hat Duochrom-Geschichten 1, 2, 3. Ich weiß gar nicht, ob das ein Duochrom ist. Drei Duochroms. Den hier, den gibt es auch in der, wie heißt denn das? In der Under-Palette da von BH. Einfach, ich liebe Schmetterlinge. Und ich muss sagen, ja, sie ist schlicht, sie ist einfach, aber man kann, wie gesagt, Alltagslooks, schnelle Alltagslooks. Mir sind Paletten auch manchmal lieber, wenn ich schnelle Alltagslooks machen kann. Nicht wie Huda Beauty oder Natasha Denona, wo sehr, sehr viel krümelt und ich einfach meine Foundation vorher nicht machen kann. Bei dem Look, ich habe meine Foundation vorher gemacht, ja, und es hat fast nichts. Ich habe fast kein Fallout. Ich würde mir jetzt nicht übers Gesicht so langen, aber ich habe abgefegt und das Größte, was weggegangen ist, ist weggegangen. Einfach gigantisch schön. Ich liebe so Duochrom-Geschichten und ja. Dann habe ich noch aufgehoben, warum auch immer, die Natural Yours. Das ist auch einer meiner ersten zu Eva-Paletten gewesen. Ich glaube 2015, zu Weihnachten. Mama, ich war süße. Ja, Schatzi. Ich glaube, du hast jetzt. Doch. Aber ich habe immer noch. Dann haben wir die Natural Yours. Die sieht so aus. Und ich muss sagen, sie ist nicht von der Farbgebung extrem. Aber das ist auch eine Palette, die ich auch Anfängern empfehlen kann, die einfach noch nicht so fortgeschritten sind, weil man da einfach aufbauen kann. Man kann aufbauen, aufbauen, aufbauen. Ich würde jetzt nicht sagen, hey, du schminkst jetzt auf jeden Fall lila. Probier dich sofort damit aus und geh raus. Ich bin auch heute etwas vorsichtiger. Obwohl ich kurz auf die Arbeit müsste. Ja, mal gucken. Habe
ich überhaupt das Haus so dann verlasse. Ich finde sie toll und ich mag sie wirklich gerne, wenn ich sie denn benutze. Ich habe sie einfach wirklich zu selten benutzt, aber trennen kann ich mich immer noch davon nicht, weil ich einfach finde, ich brauche auch was Alltägliches, also was Nudiges. Irgendwann ist die Zeit rum, um wie ein Papagei rumzulaufen. Und ja, so ist es halt. Ja, die Farben sind auf jeden Fall super schön für Alltagslooks. Man kann wirklich was ganz, ganz Tolles damit kreieren. Ich habe so viele Swatch-Tücher in Verwendung. Eine Palette, die ich eigentlich auch ausmisten wollte, neulich, als ich alle möglichen Bilder reingestellt habe, die hier, zu Eva Matt. Die möchte ich aber vorher nochmal ausprobieren und wollte gucken. Ich wollte sie erstmal mit Jeffree Star vergleichen. Ich musste sie gerade abwaschen. Diese matte Geschichte ist halt einfach nix. So. Bisschen besser anzusehen. So sieht das Farbspektrum aus. Ich muss sagen, super geil pigmentiert. Also was die Pigmentierung angeht, ist richtig hammergeil. Hier haben wir einfach kühle Töne. Die habe ich fast nirgendwo, bis auf Jeffree Star auch ein paar. Dann haben wir so ein Moosgrün. Ich bin mir sicher, dass ich den nirgendwo habe. Zu Jeffree Star kommen wir. Ich muss einfach gucken. Ich glaube, dass sie besser auf dem Auge funktionieren wie zum Swatchen. Einfach mal gucken. Und dann würde ich eventuell die auch ausmisten. Aber sonst hat sie mir eigentlich ganz gut zugesagt, als ich sie benutzt habe. Ich muss sagen, ich habe sie aber schon ewig nicht benutzt. Also ewig heißt auch wirklich ewig, über ein Jahr. Und eigentlich heißt das dann aussortieren, ja. Aber ich muss gucken, ob ich sowas Ähnliches da habe, weil sonst bringt mir das nichts, wenn ich es aussortiere und dann wieder neu kaufe von so irgendeiner anderen. Weiter geht's mit der Palette. Kurze Kaffeepause. Nach einer halben Stunde kann man das mal machen. Ich habe gesehen, ich habe schon eine halbe Stunde gelabert und ich bin noch lange noch nicht durch. Ich habe, wie gesagt, die zu Eva Matt. Die finde ich auch gut. Ich muss sie nur noch mal testen und ansonsten würde ich mich einfach von ihr trennen, weil ich die Jeffree Star an Georgiani oder sowas habe. Von daher, so sieht die Farbe aus und das Farbspektrum und das finde ich echt gut. Hört ihr, in einem Video hört man mich ständig pfeifen. Ich habe hier schon angebaut. Dann haben wir noch drei Sleek-Paletten, von denen ich mich nicht trennen kann. Und zwar habe ich zwei ziemlich gut benutzt, würde ich mal behaupten. Oh So Special und einmal die Storm-Palette. Das war übrigens Matt Spektrum und zwar die bunte, ne? Das ist jetzt zum Beispiel die Storm Edition. Da habe ich auch gerne diese schimmernden. Das war halt Qualität von früher, muss ich sagen. Das war wirklich einer der pigmentiersten Geschichten, die man so in der Drogerie haben konnte. Und das hatte auch jeder. Jeder hat von denen geschwärmt. Ich habe fast alle gehabt. Ich habe mich jetzt nach und nach davon einfach versucht zu trennen, sagen wir mal so. Und einmal Oh So Special. Auch die habe ich gut benutzt. Das waren so die ersten Rausbringer, weil da war es noch kariert. Und das ist so, damit hat meine Leidenschaft so langsam angefangen. Ich würde sagen, mit Sleek habe ich begonnen und mit NYX. Und so habe ich dann immer aufgebaut. Und das waren so, ja, das sind so nostalgische Erinnerungen, nostalgische Dinge, die ich vielleicht eventuell irgendwann mal pennen möchte. Mal gucken. Alles klar, Schatz? Hm? Was ist los? Du willst nur Umarmung? Mhm. Nee, Schatz. Ich mache auch fertig jetzt. Okay, dann ich mache nur mal so lang. Was ist kann ich dir einen Apfel anbieten? Ja. Oder eine Banane? Ein Apfel. Ein Apfel? Magst du so beißen oder soll ich gleich schneiden? Banane und Apfel. Okay, mache ich gleich für dich. Okay, nur für dich. Nö, bei jetzt. Ja. So, Kind versorgt. Wie gesagt, und die andere ist einfach was Besonderes. Die benutze ich natürlich nicht täglich. Nicht täglich kann ich so aussehen, leider Gottes, wie heute. Sie beinhaltet fünf Neontöne oder vier, die so ziemlich krass sind. Und deswegen habe ich sie behalten, weil es so die einzige war, die ich hatte mit so einem, sag ich mal, wirklich Neontöne. Wirklich Neon. Sie sind zwar nicht mega pigmentiert, aber man kann sie aufbauen. Und auch da wollte ich irgend so ein Festival-Look oder irgendwas damit schminken. Ihr wisst ja eigentlich, dass ich
gerne was ausprobiere, gerne was teste, gerne einfach was, ja, mache. Deswegen, ich kann mich einfach von sowas, so eine Schönheit auch nicht trennen. Und das ist die Addict-Palette von Sleek. Dann kommen wir zur, würde ich sagen, Urban Decay und Nabla. Und Dose, nee, was ist es? Ich habe noch so einzelne Paletten, die ich euch gerne vorstelle. Oh Gott, ich habe euch genug Paletten zum Vorstellen. Urban Decay. Fangen wir mal an mit der Run. Born to Run. Übrigens trage ich auch dieselbe Foundation und die mag ich nicht. So sieht das Kaliber hier aus. Es sieht ziemlich, es ist einer der dreckigsten Paletten von mir. Ich muss sagen, ich kann so viel sauber machen, wie ich will. Die wird einfach nix. Hier fehlt auch schon Lidschatten, warum ich sie auch nicht nutze. Ich hasse es. Ich muss sagen, auch wenn ich einen Hitte-Pan hätte, würde ich sie wahrscheinlich weniger nutzen. Keine Ahnung, das ist bei mir irgendwie total bescheuert. Vom Finish her, von der Pigmentierung und sowas, ist sie echt gut für Urban Decay. Ich habe auch schon schlechtere von ihr gehabt. Also eine, die mir gar nicht gefallen hat. Und ich habe einfach an diesen ganzen Naked-Paletten bin ich einen großen Bogen drum gegangen. Wie geil das Tuch einfach aussieht. Sieht aus wie dieses, wo man so spritzt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut vom Farb. Hier ist alles drin. Ne? Das hier ist zwar kein ganz reines Matt, aber damit kann man gut arbeiten. Und hier war mal so ein Lila, der war schon von Anfang an. Also die ganze Palette kam bei mir zerbröselt an. Und ich hatte das im Privatkauf und ich sollte mich selber drum kümmern. Und ihr wisst ganz genau, man kümmert sich so selten um sowas. Das ist einfach nur unnötiger Papierkram. Ich habe sie neu gepresst. Es hat gut funktioniert, aber ein Ton ist halt komplett hart geworden durchs Pressen. Und ja, ich konnte den dann auch nicht mehr benutzen und wollte auch nicht. Also es war wirklich Pinsel-Kaputtmacherei. An sich mag ich sie wirklich gerne. Ich hatte sie auch schon 2 Wochen oder so in Verwendung, einfach nur täglich. Hat mir auch fast gereicht. Bis auf den hellen Matten hatte ich dabei und ja, eine ganze andere Palette noch. Aber die habe ich überwiegend benutzt, damit sie einfach in Verwendung kommt. Ja, ich kann mir gut vorstellen, auch die einfach auf Reisen mitzunehmen, hatte ich auch schon dabei. Wie gesagt, man verreist zwar nicht so viel, aber es gibt Paletten, die würde ich einfach nicht mitnehmen, weil ich genau wüsste, ich kann damit einfach nichts anfangen. Das ist halt einfach, ich würde auch nicht diese mitnehmen, weil ich nicht jeden Tag pink rumlaufen möchte oder lila. Dann habe ich vor eine ergattern können, das war so die erste, die zweite Urban Decay. Dann hatte ich noch eine rosane, so Mauve-Ton. Das ist Ball Out und das andere war Run. Von der habe ich mich getrennt, von der Run. Von der Lilanen konnte ich mich nicht trennen. Da hat Urban Decay sogar mir ein Like gegeben für das Foto. Ja, die habe ich nicht so oft benutzt, aber ich muss sagen, da sind matte Töne drin, schimmernde, nude und auch eben ein Eyecatcher mit Lila. Und damit kann ich was anfangen. Also das ist eine Palette, die könnte ich auch mit auf Reisen nehmen. Ich könnte jeden Tag nude tragen und ein bisschen, es wäre zwar ein bisschen langweilig für mich, aber das könnte ich machen. So sieht die Palette aus. Und aus demselben Kaliber habe ich mir jetzt eine neue zugelegt. Das war so Ende des Jahres 2019. Die heißt Detour. Das sind so kleine Paletten von dieser Burn to Run Geschichte. Und das ist auch etwas, was ich auch täglich benutzen könnte, weil da sind auch eben, wie gesagt, Nude-Töne dabei. Man kann eine Basis schaffen, man kann aber gut Nude-Look bleiben oder man kann eben auf die Kacke hauen. So wie ich es gerne mache, einfach so grün, richtig metallisch und gib ihn und gib Gas und mach Striche. Richtig geil. Habe ich auch neulich einen Look damit gemacht und kommt auch irgendwann online. Dann haben wir eine Palette. Das war's von Urban Decay. Dann haben wir noch Dose of... Nee, das ist Color Drain. Die erste Palette, womit ich gestartet habe, habe ich von Melle Flori. Ja, Schatz. Von dir habe ich diese Palette abgekauft damals. Sie ist mir runtergefallen und ich habe fast geweint. Sie ist hier ein bisschen kaputt gegangen, aber innen drin ist Gott sei Dank nichts passiert. Die sind wirklich mega gut pigmentiert. Ich finde, es ist nur so reinste Platzverschwendung, weil so viel Platz zwischen den Fännchen ist. Sie ist relativ groß im Gegensatz zu anderen. Die hier von ihr wollen wir mal gar nicht reden. Ich weiß nicht warum.
Was haben die Leute sich gedacht, als sie das gemacht haben, die Verpackung? Als hätte man einen ganzen Kleiderschrank voll Kosmetik. Ja, schön wär's. Und ich habe tatsächlich zwei Schubladen voll. Die matten Töne sind durchwachsen, würde ich sagen. Nicht jeder ist gut. Zum Beispiel der lila Ton, der ist bestimmt nicht vegan. Der fühlt sich so krümelig an. Ich weiß es nicht. Ja, da war gar keine Farbe drauf. Der fühlt sich so, wie soll ich sagen, so steinig an. Das sieht man auch. Der ist nicht ganz so toll, muss ich sagen. Der gefällt mir von der Formulierung her nicht ganz so gut. Aber diese schimmernden, wenn ihr richtig Folie auf den Augen wollt, Halleluja. Ihr kriegt Folie. Ihr kriegt richtige Folie, die ihr bis an die Ohren ziehen könnt. Die richtig geile, warme Palette. Ich würde sagen, ja, relativ warm. Hier sind vielleicht 1, 2, 3, 4, 4 kühle Töne oder sowas drin, aber recht warm. Ich liebe sie, ich nutze sie leider zu selten. Damit hat so meine High-End-Liebe angefangen, muss ich ehrlich sagen. Das war Too Faced Palette, dass ich 2018 nur zwei High-End Paletten habe, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, 2019 hat mich dann irgendwie ruiniert. 2018 hat meine Leidenschaft, ja, für High-End-Qualität dann angefangen. Tut mir leid, wenn meine Foundation überhaupt nicht schön sitzt. Dafür können wir uns mit diesem Augen-Make-up zufrieden geben. Ich habe mir dann diese gegönnt. Die habe ich mir gekauft, weil ich glaube, gehört zu haben, dass die gut war. Und ich glaube auch, dass Elisas Make-up, die mal vorgestellt habe, ich bin mir nicht ganz so sicher, aber von irgendjemandem habe ich abgeguckt und habe ich gedacht, ja, hier sind echt tolle Töne drin. Sind zwar auch wieder keine so wirklich Alltagspalette, aber sie ist auf jeden Fall geil. Das war über übrigens Color Drain Queen of Hearts und das war, kann ich gar nicht aussprechen, Tears to the Beauty. Ja, rot, gold, grün, blau. Also das ist eher so eine Festival, ein Silvester vielleicht. Hier sind auch so Knaller drauf oder sowas. Also wirklich, der Knaller ist sie schon, denn ich weiß nicht, wo man sowas bekommt. Also sowas bekommt man eigentlich nur, wenn man irgendwie ein Pigment mischt mit irgendeiner Flüssigkeit. Und das hat man aber auch auf dem Auge. Also ich finde, das ist wirklich gigantisch. Das ist eine Palette, von der ich eigentlich nicht viel Gebrauch habe. Aber wenn ich sie brauche, ist sie auf jeden Fall zuverlässig. Also für so eine Weihnachten, Silvester, weiß ich nicht, dunkelgrün, dunkelblau, dunkellila, dunkelblau, Black Butterfly. Es ist ein, ich würde sagen, ein dunkle Base mit Glitzerpartikeln. Eigentlich mega schön. Also wie gesagt, das ist auch eine Palette, von der ich mich noch nicht trennen kann, weil ich sie eigentlich auch sehr, sehr schön finde und ich finde sie auch toll in der Kollektion zu haben, falls man sie dann eben braucht. Ich habe Angst, dass mir die ganzen Paletten flöten gehen. Dann haben wir Color Drain noch zwei kleine und zwar habe ich mir gekauft Beauty Rust noch. Ja, ich hatte noch eine. Ich weiß es nicht mehr. Leider ein bisschen nimmt es so die Farbe, wenn man so guckt. Dieses Neon, diese Neon-Verpackung nimmt so ein bisschen den Kontrast. Eigentlich sind die Töne echt schön. Man muss nur irgendwie klarkommen. Hier ist ein Schimmerton. Und auch da ist die Formel von dem Roten so ein bisschen krümelig. Aber dafür hat man wirklich, wirklich, wirklich was auf den Augen. Also richtig Pigmentierung. Auch butterweich und bis auf der bis auf Dust ist nicht so gut pigmentiert, aber ich habe immer noch Produkte auf den Fingern und sie sind wirklich gut pigmentiert. Und wenn man wirklich eine Farbpalette haben möchte, in der man einfach weiß ganz genau, oh, das sind meine täglichen Farben, kann ich euch Color Drain wirklich empfehlen. Color Drain, keine Ahnung, die Dinger, wie die heißen. Dann habe ich noch Beauty Cool, nein, Berry Cute. Das ist auch Neon und das, ich finde, das nimmt ein bisschen, wenn das schwarz wäre, dann könnte man, oder weiß oder irgendwas, könnte man einfach besser darauf achten. Hier sind sogar drei schimmernde. Finde ich ein bisschen besser organisiert.
und wirklich cool. Ich glaube auch, dass ich sie irgendwann mal depotten werde und rausholen, damit ich sie auch verwende, weil leider Gottes verwende ich sie so selten, obwohl sie wirklich schön ist und da sind auch wirklich geile Töne drin. Das Lila zum Beispiel feiere ich absolut. Das Grau ist geil, also hier ist so wirklich geile Palette. Ich hoffe, ihr erkennt natürlich diese Farben. Und ich finde, wenn man so guckt, da hat man einfach keinen Plan, was man schminken soll, weil es so Neon ist. Vielleicht ist es auch das Problem dann, wenn die Unterlage dann einfach nicht stimmt. Und auch da habe ich genug, um nochmal Swatches zu machen. Ja, Leute, wir nähern uns noch nicht dem Ende, um Gottes Willen. Aber ihr wolltet es so, ihr wolltet meine Kollektion sehen. Ihr kriegt jetzt meine Kollektion. Na bla. Cutie Palette. Ich glaube, dass ich sie, ich weiß es nicht, ich habe sie ein bisschen mit Natasha Denona verglichen. Und da sind zwei oder drei, sagen wir mal, fast ähnliche Töne dabei, aber trotzdem noch nicht so gleich. Und ich kann mich einfach nicht trennen. Ich finde sie gut. Ich finde sie wirklich gut. Ich mag die Formulierung auch. Und sie sind auch mega pigmentiert. Und man bekommt wirklich was für sein Geld. Und wenn man noch eine klebrige Basis hat, dann Halleluja. Mandarin ist ein Topper. Brauche ich in meinem Leben eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was ich... Ich probiere mal kurz was aus. Wenn ich das Braune drauf mache und dann Mandarin obendrauf, ob das dann was ändert. Naja, eigentlich nicht so. Nee. Ja, es ist eine tolle Palette. Ich hatte auch diese Nude. Das ist die Korall und die Nude war auch gut. Nur habe ich eben eine andere Nude-Palette, wo ich dann denke, oh komm, Ina, horte nicht immer alles, gib auch mal was ab. Ja, wie gesagt, Instagram ist alles unten in der Infobox und auch mal angepinnt. Sonst werde ich die Dinge ja nie los. Dann haben wir Nabla Soul Blooming. War auch mal beim Instagram-Sale, habe ich wieder geholt, weil ich einfach gedacht habe, oh nein, probiere sie mal aus. Da war jemand, der hat sie so super geschwärmt. Und ich finde sie auch nicht schlecht. Ich finde auch gut, auch den Duochrom hier. Und ich weiß es nicht, das geile Blau muss ich mal ausprobieren mit diesem Dunkelblau irgendwie oder Dunkellila. Irgendwie so in Kombination. Ich muss ja schon sagen, es gefällt mir schon vom Farbschema. Könnte mal gucken, wie sie funktionieren. Dazu habe ich auch zwei Looks. Die Matten sind ganz gut, die Schimmernden sind ganz gut. Ich weiß nicht, was meine Erwartungen einfach hätte steigern sollen. Ich weiß es nicht. Ich finde sie gut. Ich habe auch nicht so viel von dem Farbgame. Von daher kann man das mal machen. Und noch die letzte Nabla Palette. Nabla Dreamy Eyeshadow Palette ist es. Auch die ist irgendwie so... Wisst ihr, wenn man dann swatcht und dann anfasst, die sind so gummiert und das kotzt mich an. So. Meine Hose sieht bezaubernd aus. So, es gibt ja schon mittlerweile Dreamy noch was. Ich habe auch die Garden Eden. Die habe ich jetzt im Instagram Sale für 30. Ich habe sie damals für 40, glaube ich, gekauft neu. Ich werde sie, denke ich mal, ausprobieren und dann eher abgeben. Ich weiß es nicht. Das ist einfach gigantisch schön. Wirklich richtig, richtig schön. Schaut mal bitte. Ich wollte sie auch abgeben und dann habe ich sie doch wieder zurückgeholt. Also ich habe schon Bilder gemacht oder wollte machen. Hier gefällt mir natürlich diese Nude-Geschichte und dass man halt eben machen kann, was man möchte noch dazu. Und ich hatte den Ton drauf und das sah einfach gigantisch schön aus. Ist auch ähnlich wie ein Duochrom hier. In Perfection, ich muss sagen, sie sind so wie Color Drain, so richtig Butter. Butter, ich finde nicht mal Anastasia Beverly Hills kommt manchmal da dran. Ich habe jetzt ein paar Paletten von ihr, wirklich Butter auf den Augen. Ja, ganz, ganz toll. Und das ist immer so schwer dann abzugeben, wenn man sowas in Swatch und nochmal in den Händen hält und nochmal anguckt und brauche ich das wirklich und eigentlich brauchen wir das alles nicht und trotzdem haben wir es. So, dann kommen wir zu Jeffree Star. Da habe ich noch zwei Paletten. Ich hatte eigentlich ursprünglich drei. Einmal Beauty Killer, die habe ich abgegeben. Also die habe ich jetzt im Instagram Sale drin, weil mir ist einfach,
ich weiß es nicht. Irgendwie war ich nicht ganz so zufrieden mit dem Kaliber. Ich habe die hier aufgehoben. Das ist ein Georgiani. Mein Gott. Hier sind zwei schimmernde und der Rest ist matt. Und ich muss sagen, genau deswegen habe ich sie aufgehoben, weil hier einfach fantastisch matte Töne drin sind. Heute Morgen habe ich damit auch meine Anfangsfarbe gemacht hiermit und habe ein bisschen verdunkelt. Ich bin schon gar nicht... Nee, ich habe das Lila benutzt. Und ich muss sagen, wirklich von der Pigmentierung her richtig geile Matte. Also wenn man wirklich so ein... wieso swatche ich immer den Fingern, wirklich matte, deckende Farben möchte, so die eben nicht warm sind, rot, rosa, pink, neon, sondern wirklich gedeckte Farben möchte. Halleluja. Da bekommt man ein Kaliber, finde ich persönlich sehr, sehr dunkel, sehr herbstlastig. Richtig, richtig geil. Ich liebe sie und deswegen darf sie nicht aus meiner Sammlung gehen. Vielen Dank, Corti. So, und die First, die hat sie mir auch geschickt. Ich weiß gar nicht, ob ich ihr was zurückgeschickt habe oder irgendwie sowas. So sieht, ich glaube, das war die erste, die du mir geschickt hast. Oder die Beauty Killer. Ich bin mir nicht so sicher. Oh, mein Arsch tut schon weh. Geile Palette. Das war ja Sommerkollektion 2018, bin ich der Meinung. Ich muss auch sagen, dass so die blauen... Geil, wirklich, das sind so Eyecatcher, die braucht man doch im Leben. Das ist geil. Wenn man die, boah, irgendwie macht mich das an. Jeffree Star hat so eine, ich weiß es nicht. Manchmal funktionieren die matten Töne, manchmal nicht. Da haben wir wieder was Neonhaftes, dann wieder was Gedecktes. Also wisst ihr, was ich meine? Er macht schon verschiedene Sachen. So. Die matten Töne sind super, sie bröseln nicht so arg, sie sind wirklich schön pigmentiert. Die schimmernden sind wirklich, sie sind wie, als wären sie in Öl getränkt. Wenn man auch so, wenn ich ein Foto mache, man sieht richtig, dass das Öl ausgelaufen ist. Zum Beispiel beim Silbernen sieht man das irgendwie ganz gut, dass so ein bisschen um das Produkt herum Öl ausgelaufen ist. Und so fühlen sie sich auch an. Und sie bröckeln. Und sie sind leider so ein bisschen wie Natasha Denona Formel, ein bisschen so gummiartig, aber sie sind fantastisch schön. In welchem Bronzeton gibt es Glitzerpartikel, ja? Also alleine deswegen kann ich es einfach nicht abgeben. Ich hoffe, ihr erkennt das. Also wirklich, wirklich schön. Dieses gigantische Silber und Gold, auch mega geil pigmentiert, hatte ich euch auch mal in einem Look vorgestellt, seht ihr halt später, aber wirklich gut. Und man kann wirklich mit ihr gut arbeiten. Man muss nur die Foundation danach machen, das kann ich euch gleich sagen. Man kriegt schwer das Glitzer ab, meine ganze Hand glitzert. Die glitzert auch von anderen Tönen schon. Und ja, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Qualität, ja. 50 Euro ist halt schon Heavy Metal, aber wenn man sich dann doch gut damit schminken kann, dann ist das alles fast schon verziehen. Nur gibt es diese Schmiererei, dass die Töne ein bisschen das Öl irgendwie verlieren. Das habe ich bei Jeffree Star. Deswegen, das habe ich aber auch bei, wo habe ich das? Bei Natasha, nee, bei Zu Eva gehabt und auch bei Natasha Denona hatte ich das noch nicht. Aber die sind auch sehr, sehr ölig. Von daher muss man da einfach gucken. Die Palette ist einfach gigantisch schön. Richtig sommerlich kann man was machen. Man kann aber was Nudiges machen. Und man kann einfach was Festliches machen. Die ist echt so vielseitig. Ich liebe vielseitige Paletten. Ich mag dieses Monotone nicht. So. Puh, weiter geht's. Spotlight Eyeshadow OPV. Ich hatte mir erstmal die Oshun OPV bei Cosmetic for Less, glaube ich, gekauft. Genau, sie kam dann kaputt an, was mich sehr geärgert hat. Ich fand einfach die Neon-Orange hat mich einfach angezogen. Ich habe keine Ahnung. Und auch die Glitzerpartikel und sowas. Wobei es eigentlich so an sich, Neon-Orange habe ich jetzt schon dreimal in irgendeine Palette. Aber die Qualität, auch die sind sehr, sehr butterig. Man muss echt gucken, dass man sie richtig geil. Also alleine die Kombi, ich zeige euch das nochmal. Sie hat keinen Spiegel. Sie kostet, glaube ich, 40 Euro.
Ich finde, wenn man sich das gut überlegt, ob man die Farben nutzt oder nicht, finde ich das schon in Ordnung, weil wirklich viel im Pen drin ist. Also das Fännchen ist wirklich gigantisch groß. Keine Ahnung. Ist cruelty free und ja, man kriegt auf jeden Fall was für sein Geld. Auf jeden Fall viel. Das ist die Oshun oder wie auch immer sie heißt. Ich glitzer halt einfach komplett von Jeffree Star. Ja, Jeffree Star glitzert die ganze Hütte von. Und ich muss sagen, diese Glitzer, was ich euch am Anfang gezeigt habe, die fliegen nicht mal so rum wie das Glitzer von Jeffree Star, wo es gepresst ist, ja. Dann habe ich mir gekauft, auf Empfehlung von meiner lieben Johanna. Ich glaube, Johanna. Ich vergesse jedes Mal ihren Namen. Mein Schatz, es tut mir echt leid. Sie macht so gigantische Looks. Oh mein Gott. Diese Palette hier, die hat sie auch angepriesen und ich musste natürlich haben, obwohl ich diese Farben bestimmt schon in 10.000 anderen Paletten habe. Die habe ich dann nicht im vollen Preis gekauft. Das war dann in Ordnung, aber günstig war sie trotzdem nicht. Ich glaube, ich habe dann 20 Euro gezahlt. Oh Schatz, was rufst du mich an? So, so sieht die aus. Ich finde sie gigantisch. Ich finde sie wunderschön und kann auch die von der Qualität her empfehlen. Sie sind auch sehr, sehr buttrig und super geil ja, zum Verwenden. Also wenn ihr so eine Qualität kriegt, die kriegt ihr nicht überall. Und da 40 Euro überlegt es euch gut und dann kauft nicht ich wie ich. Ich brauche das alles gleich sofort. Ja. Un momento.